Frenkel Fortzelt. Heute. Let's play Klo Manager Deluxe. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Klo Manager Deluxe. Ja, die Zuschauer haben entschieden. Ihr habt gesagt, ich soll weiterspielen, bis Mr. Vetan offiziell besiegt ist. Ihr Blödmänner. Ja, ihr guckt dauernd dieses scheiß Let's Play an und ich muss ewig weiterspielen und ich krieg's nicht zu Ende irgendwie. Verdammt nochmal! So, wo waren wir stehen geblieben? Ich muss wie immer erstmal hier alles richten. Ja, die ganzen Klos sauber machen und so weiter und so fort. Das Problem, was wir hatten. Ich habe beim letzten Mal festgestellt, das war glaube ich in der Folge zuvor, dass selbst mit einem luxuriösen Klo, also mit einem luxuriös ausgestatteten vierten Klo, mir trotzdem die Parzelle weggenommen werden kann, weil das Klo trotzdem eventuell zu verschmutzt ist. Das heißt, ich müsste jetzt alles 1 Stufen wieder runter machen, auf vornehmen. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt, ja. Deswegen werde ich jetzt was anderes machen. Ich mache meine sämtlichen Klos alle auf Maximum, weil der Witz ist, ich muss offensichtlich irgendwie einen optimalen Preis für alle eingeben. Ich weiß aber nicht, was der optimale Preis ist. Ich könnte ihn cheaten, das habt ihr mir auch mehrfach unten gesagt, wie man das macht, welche Tastenkombination, aber das ist cheaten! Ich will nicht cheaten! Wenn ich jetzt cheaten würde, dann könnte ich das ja binnen Minuten beenden. Das ist ja auch fast ein bisschen wenig der Sinn an der Sache, ne? Also, ich werde jetzt versuchen, alle Klos auf einen Maximalstandard zu bringen. Und dann werde ich schauen, dass ich die vielleicht erstmal für 12 Euro anbiete. Ne, was ist das höchste? 10 Euro? Oh Mann, ich bin so verwirrt mittlerweile. Ich bin so durch mittlerweile. Was kann ich denn als Maximumpreis machen? Ja, 10 war das Maximum, genau. Ich werde dann also auf 10 machen alle und dann werde ich es auf 9 machen und auf 8 und irgendwann werde ich doch irgendwann mal diesen scheiß optimalen Preis haben, ne? Denke ich mal. So ganz laienhaft. So, und was ich noch versuchen werde, ist, ich werde Mr. Methan, der hier links oben mit einer einzigen scheiß Drecksfahne noch vertreten ist, ich werde versuchen, ihm diese letzte Parzelle noch abzunehmen und da haben ein paar Zuschauer mich darauf hingewiesen, das ist keine dumme Idee. Ich sollte keine Gerüchte mehr streuen. Weil wenn ich Gerüchte streue, dann gehen viel zu wenige Leute zu ihm aufs Klo und kacken zu wenig und scheißen zu wenig und pissen zu wenig und kotzen zu wenig. Und dann wird die Parzelle ja nie dreckig genug, um sie vom Gesundheitsamt abgenommen werden zu bekommen. Was war denn das für ein Satz jetzt? Ach, scheißegal. Also, wir machen ab jetzt erstmal hier. So, ich gehe jetzt erstmal in diese ganzen Kackparzellen. Die hier sind ja alle optimal, ja? Alles auf kaiserlich bei 7 Euro. So. Jetzt müssen wir das hier alles erhöhen. Scheiße, das wird wieder kompliziert. Also, wir brauchen hier 4-mal Apokalypse. Oder habe ich da... Ja, 3 habe ich schon, ne? Ach komm, drauf geschissen, wir haben ja Geld ohne Ende. So, ich brauche... ich brauche viel mehr. Ich habe ja irgendwie... Wie viele Parzellen habe ich denn? 10, 12? Oh je, meine. Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall hier die Spülung Apokalypse. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Komm, da kaufen wir noch ein paar mehr. Ich zähle das jetzt mal nicht genau. Ich mache mal 10 Stück hier. Smaragd machen wir auch einfach mal 10 Stück. Ne, brauchen wir nicht. Da haben wir ja alle schon Smaragd. Nein, das brauchen wir nicht. Kaiserstuhl brauchen wir aber. Machen wir das auch 10 Mal hier. So. Ich weiß nicht, wie viele Parzellen ich genau habe. 11, 12, 10? Keine Ahnung. So. Jetzt werde ich hier die Apokalypse einbauen. Als Brille natürlich den Kaiserstuhl. Und als Rolle Nerz passt. So, dann ist das kaiserlich. Genau wie die andere auch. Das kommt jetzt 1000 Mal, mache ich das jetzt ungefähr, ja? Oh, da hat er schon die Apokalypse drin, alles klar. So, und Nerz. Ja, jetzt ist das auch kaiserlich. Es ist mir jetzt echt scheißegal, ob ich hier diese Kackparzelle ab und zu mal verliere. Ich kann mir die ja locker wieder kaufen, deswegen gehe ich jetzt halt mal einen anderen Weg quasi. So, Kaiserstuhl und Nerz. Ja, das kann jetzt dauern, liebe Freunde da draußen. Das ist halt so, ne? Oh, scheiße, jetzt brauche ich doch hier irgendwie Smaragd, aber habe ich ja noch. Brille ist Kaiserstuhl und Rolle ist Nerz. Hurra! Das werde ich am Schluss alles nochmal kontrollieren, weil das birgt ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dafür tut. Halt, zurück, da waren wir richtig. Den optimalen Preis brauche ich. Ich brauche irgendeinen Scheiß, eine scheiß Auszeichnung für Wirtschaftlichkeit, glaube ich. Irgendwie, das brauche ich noch als allerletztes. Dann habe ich gewonnen. Und ja, aber wie gesagt, gleichzeitig versuche ich ihm die letzte Parzelle wegzunehmen. Da müsste ich eigentlich auch gewonnen haben. Das kann ja nicht sein, dass man da nicht gewonnen hat. Auch wenn die Gewinnbedingung eine andere war. Aber wenn er nicht mehr da ist und der da keine Klos mehr hat, dann muss er doch verloren haben. Das ist doch scheiße. Mann, da werde ich ein bisschen aggro hier. Luxuriös. Ich könnte mich aufregen, ey.
wo das hinführt, dass ich mich so aufrege. Das hat man zuletzt bei Folge 5 der Tauchsimulation gesehen, Reef Shot. Da habe ich irgendwie anscheinend übersehen, dass ich Luft hätte nachkaufen können. Weil ich mich so aufgeregt habe, Mann. Ich werde noch irgendwie mal sterben beim Let's Play, währenddessen. Und dann seid ihr schuld. Kann ich euch gleich sagen, hier. Weil ihr immer so doofe Sachen von mir wollt hier, da, dass ich das immer ewig weiterspiele. Der hat doch eh keine Chance mehr hier. Das ist doch eigentlich nur noch Blödsinn. Aber was will ich machen? Ihr klickt das Zeug ja an, wie bekloppt. Die Klickzahlen sind bei diesem komischen Spiel ja immer noch gut. Also nicht mehr so brillant wie am Anfang, aber immer noch so gut, dass es sich lohnt, es weiterzumachen. Ihr Arschgesichter da draußen. Ihr seid alle mindestens genauso fies wie Mr. Methan. Das muss ich mal ganz klar hier sagen. Ihr seid noch viel fieser. So, damit müsst ihr jetzt leben. Mit diesem harten Urteil. So, weiter. Nein, Moment, jetzt sehe ich gerade, Kaiserstuhl ist mir wieder ausgegangen. Kauf mal einfach noch ein paar hier. Ist ja nicht bei armen Leuten. Nerz. Weiter. Apokalypse. Kaiserstuhl, schon wieder eins zu weit. Nerz. Passt. Alles kaiserlich, hurra, hurra. Halt, das war schon wieder falsch. Das ist nämlich hier ausnahmsweise gleich mal richtig eingestellt gewesen. Hä? Prunkvoll nur? Wieso, wieso, wieso? Ah, die Schüssel. Die Schüssel, da brauche ich mal wieder ein paar Schüsseln ins Smaragd hier. Meine Fresse. Schüssel, ja, Schüssel. Passt. Ich mache ja irgendwie seit mehreren Folgen nichts mehr anders, als auf diesen blöden Kackpfeilen da drauf rumzuklicken. Versetzt euch mal in meine Lage, ja? Wie beschissen das ist. Das ist echt bekloppt hier. So, kaiserlich. Aha, ich bin durch. Alles ist kaiserlich, hip hip hurra. So, und das hier ist auch alles kaiserlich, aber das müssen wir auch nochmal durchchecken. Man übersieht da ja ganz gerne mal wieder was, ne? Das ist ja alles nicht so sehr übersichtlich, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. So. Mann! Okay, alles kaiserlich. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich wollte jetzt eigentlich alles auf 12 Euro, auf 10 Euro machen. Jetzt habe ich aber hier überall schon 7 Euro. Überall, oder? Dann fangen wir mit 7 Euro an. Oh, da stimmt's schon wieder nicht. Schauen wir da mal die vorderen durch, ob das alles 7 Euro ist. Dann fangen wir jetzt mit den 7 Euro an und dann gehen wir langsam hoch. Wenn die 7 Euro nichts bringen... Aber ich glaube, ich brauche diesen optimalen Preis mindestens 10 Runden. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist ja ätzend. Vielleicht lässt sich da ablesen, vielleicht lässt sich ja... Ich habe da noch eine Idee. Ich mache jetzt hier... Pass auf, wir machen es jetzt ganz anders. Warte. Hoppala, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Wir gehen, warte mal. Wir gehen zum Flughafen. Nein, warum kriege ich denn da immer drauf? Bin doch bescheuert hier. Merkt ihr das? Ich werde total kirre. Drogen können keine schlimmere Wirkung haben als das hier, Mann. Also wir nehmen einfach mal... ich kann mich nicht entscheiden. Vorstadt. Wir nehmen Vorstadt 1. So. Da verlange ich jetzt hier 7. Da verlange ich 8. Dann verlange ich hier 9. Und hier verlange ich 10. So. Also, 7, 8, 9, 10. Das machen wir jetzt für die Stichprobe in der gesamten Vorstadt. Ja, so machen wir das. 7, 8, 9, 10. So. So, 10. Da habe ich auch nicht 9 gemacht, warum auch immer. 7, 8, 9, 10. So, Vorstadt, weiter. Dritte Vorstadtteil. 7, 8, 9, 10. Und ich gehe mal davon aus, dass der optimale Preis der ist, bei dem man am meisten verdient, oder? Das würde ich jetzt mal so ganz grob schätzen. Kann natürlich sein, dass es bei dem Spiel anders ist hier. Das ist ja einiges so anders hier bei dem Spiel. So, jetzt habe ich alle hier 7, 8, 9, 10 gesetzt. Und jetzt schauen wir mal, was das bringt. Was ich nicht vergessen darf, ist, ich werde trotzdem mal gucken hier. Das Gesundheitsamt ist nicht so gut gelaunt. Das heißt, ich werde ihn jetzt trotzdem mal in die Schüssel kotzen. Aber ohne Gerüchte. Ja, damit da eben ganz viele Leute zum Scheißen und Kacken hingehen und damit das dann auch verschmutzt ist. So.
Sehr gut, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut gelaufen hier. Und dann gehen wir in die nächste Runde, würde ich sagen. Zack. So, jetzt pass auf. Das ist Rotlichtviertel 1, das interessiert mich jetzt gerade nicht so. So, Bahnhof auch nicht so interessant, Flughafen auch nicht. Vorstadt, so, pass auf. Also, hier ist das Klo mit Preis 8. Das Beste. Gut. So, hier ist das Klo mit Preis 8. Das Beste. Auch hier, ja. Sehr, sehr, sehr auffällig hier. So, hier ist es aber nicht mit Preis 8. Oder doch? Ne, da ist das Klo 1 mit Preis 7. Also 7 oder 8. Und hier haben wir nochmal... Ja, nochmal das mit 7 Euro. 7 und 8 Euro, alles klar. 7 und 8 Euro, das ist wohl der optimale Preis. Einer davon, von den beiden. Da können wir das jetzt schon mal ein bisschen eingrenzen, ja? So, ich habe knapp 3 Millionen Gewinn. So, schlechte Luft in seinem Viertel, bla bla bla. Entschädigung, 1 Million irgendwas. Du hast sie wohl nicht alle. Wir gehen vor Gericht. Und zwar mit dem besten Anwalt, den wir kriegen können. Hurra! Ich hoffe, der Gegner ist Mr. Methan, aber das weiß ich nicht genau. So, Mr. Methan macht seinen Scheißzug. Er kommt wieder mit dem Gesundheitsamt. Das heißt, es ist wieder Gefahr, meine Parzelle zu verlieren. Okay, aber das ist mir egal. Wie gesagt, ich kann die sofort zurückkaufen. So, 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 so. So, so. Dieser Ficker, dieser blöde Hühnerficker. So, aber ich bin Rundenkönig. Seht ihr, das ist das, was ich auch nicht unbedingt verstehe an dem Spiel. Hat zwar irgendeiner erklärt mal unten in den Kommentaren, aber auch diese Erklärung war nicht für mich hier schlüssig. Ja, also so von der Logik her war das irgendwie nichts. So, hurra! Okay, also wir haben die Parzelle wieder verloren. Jetzt wird erstmal alles gerichtet. So, wir gehen gleich mal hier in die Vorstadt. Warte mal, habe ich die Vorstadt verloren oder was? Nee, da habe ich alle noch da, ne? Vorstadt 1, 2, 3 und 4, jawohl. So, jetzt kommt die zweite Stichprobe. Wir verlangen jetzt hier jeweils 7 Euro und hier jeweils 8. Irgendwie wird sich das schon entscheiden, glaube ich, welches der optimale Preis ist. So, das ist einfach eine statistische Frage, ja? 7 Euro und da auch nochmal 7 Euro und dann hier zweimal 8 Euro. Dann sind die auch nicht so verschmutzt, das ist auch besser, ne? So ein bisschen. Gut, Vorstadt 3, 7 Euro, 7 Euro... 8 Euro und... Es wird euch jetzt wahnsinnig überraschen. 8 Euro. So, nochmal. Hier 7, ist klar. 7. 8. Und 8. So, jetzt haben wir alle Vorstadtteile, richtig? Jetzt müssen wir das nochmal kontrollieren. 7. 7, 8, 8. Passt. 7, 7, 8, 8. Auch das passt. 7, 7, 8, 8. Und... Achtung! Scheiße, eins zu weit. 7, 7, 8, 8. Habe ich jetzt zweimal gemacht, drauf gepfiffen. Okay, so. Jetzt muss ich natürlich die Parzelle zurückkaufen hier. Weil ich ihm die nicht überlassen werde, dem kleinen Penner. Das könnt ihr vergessen, ja. Und das ist natürlich etwas lästig, weil ich jetzt hier die ganze Scheiße nur einrichten muss. Naja, so, Apokalypse. Brauchen wir 4 Stück. Das ist zumindest jetzt übersichtlich. Smaragd brauchen wir 4 Stück. Kaiserstuhl brauchen wir 4 Stück. So. Was verlangen wir denn jetzt hier? Da machen wir es einfach genauso. 7 und hier machen wir nochmal 7 und hier machen wir 8. Dann haben wir noch eine Stichprobe mehr, wenn wir es jetzt hier schon alles neu einstellen müssen, ja? Machen wir das auch so. So, 8. So, jetzt pass auf hier. Apokalypse, Smaragd, Geiserstuhl, Nerz. Das ist einfach. Das ist schön jetzt einzustellen. Einfach immer nur einmal auf die linke Pfeiltaste klicken. Hurra, hurra, hurra. Und nochmal. Hurra, hurra, hurra. Und nochmal hurra. Und hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra. Nee, nicht hurra, hurra, nur hurra. Also wie gesagt, ich werde echt bekloppt. So, das ist jetzt komplett eingerichtet wieder. Schauen wir da nochmal raus hier. Das Gesundheitsamt ist sehr gut gelaunt. Das ist blöd. Aber das ist nur eine Geldfrage. Ich möchte ihm diese scheiß Parzelle abnehmen.
Wir werden jetzt wieder Udo Übel einsetzen. Ihr werdet aber nicht erfahren, wie es ausgeht. Verdammt nochmal, was ist denn jetzt? Ach, habe ich schon markiert. Ja. Ihr werdet nicht erfahren, wie es ausgeht, weil wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es total chaotisch ist mittlerweile. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn ich dann feststellen werde, ob ich hier diese Parzelle endlich gewinne. Ich sage ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.